Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Wie immer heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem Thema, bei dem ich wie Dr. Pfarrer Sommerauer hier sitze und euch was erzählen will. Nein, eigentlich will ich euch ja von meiner eigenen Challenge berichten und ich möchte euch von meinen Erfahrungen nach 2 Monaten jetzt berichten. Und ich möchte euch von einer keiner Diät berichten. Ich möchte euch darüber berichten, wie ich 5 Kilo verloren habe in einem Monat. Ich möchte euch sagen, wie es mir jetzt gerade geht nach 2 Monaten reinem vegetarischen Leben und will das mal alles zusammenfassen. Angefangen hat alles kurz vorm 1. April. Ich habe mir zum 1. April, und es war kein April-Scherz, habe ich mir vorgenommen, einen Monat lang FDH zu machen und keinen Alkohol zu trinken. Ja, ich trinke gerne mal ein Gläschen Wein, ich trinke auch hin und wieder gerne mal einen schönen Whisky. Ich mag auch einen Eierlikör, und ich trinke nicht in Übermaßen und ich trinke mal einen Aperol Spritz. Also ich bin schon jemand, der gerne auch zu allen Gelegenheiten, die sich bietet, auch gerne etwas Alkohol trinkt. Wer gar nichts trinkt, ist ja fast mein Held, allerdings seinen eigenen gemachten Eierlikör trinkt er auch. Ja, und ich habe mir gesagt, ich lege den April mal dazu ein, ich möchte in einem Monat 5 Kilo schaffen. Habe ich das geschafft? Nein, nicht ganz. Aber mittlerweile bin ich bei 5,5 Kilo minus angelangt. Und wie das alles begonnen hat, kann ich nicht so direkt sagen. Ich möchte jetzt so ein Zwischenfazit ziehen, weil ich nämlich im April dann, ab dem 25. April beschlossen habe, ich will vegetarisch leben. Ich will kein Fleisch, kein Fisch, kein, was gibt es da noch? Fleisch, Fisch, Geflügel zu mir nehmen, sondern ich will rein vegetarisch essen. Und ich will auch nicht vegetarisch essen, weil ich sage, ich will keine Tiere töten. Ich töte die sowieso nicht. Und ich will auch nicht, dass Tiere getötet werden, sondern ich habe mal gesagt, ich möchte mal sehen, wie es aussieht, wenn ich jetzt 3 Monate vegetarisch lebe. Gut aufgepasst, 3 Monate sind noch nicht um. Deswegen mache ich jetzt so ein Zwischenfazit, weil nämlich ganz viele schon nachgefragt haben auf Instagram und mach doch mal ein YouTube-Video, sag doch mal, wie es geht, sag doch mal, wie es mit der mit dem FDH. FDH heißt übrigens frisst die Hälfte. Wie es damit geht, wie es da, wie, wie, was hast du, machst du es noch weiter oder machst du es nicht weiter? Und viele wollen ein Zwischenfazit ziehen. Also, FDH habe ich bis heute weiter durchgezogen. Ich kann auch gar nicht mehr essen. Ich habe eine ganz andere Einstellung zu Essen bekommen. Ich habe FTH tatsächlich richtig ausgelebt. Das heißt, ich habe meine Mutter, meine 95-jährige Mutter, befragt und habe gesagt, was hast du denn früher gemacht, dass du immer über viele, viele Jahre immer deine Figur gehalten hast? Oh, sagt sie, Mädel, ich hatte auch Hochzeiten und niedrige Zeiten. Ich habe da also wirklich auch viel gemacht. Und meine Mutter hat gesagt, eure Scheißdiäten, und meine Mutter ist 95 Jahre. Und wenn die dieses Wort in den Mund nimmt, dann meint die das auch und sagt, die, das ist doch alles Humbug. Jetzt ist doch egal, wie sie auch alle heißen. Sie sorgen dafür, dass ihr abnehmt und dann nehmt ihr doppelt und dreifach wieder zu. Macht es doch wie wir Frauen früher, wir haben FDH gemacht. Das heißt, wir haben alles so weitergemacht, wie wir es gemacht haben, weil wir Familien hatten, weil viele Frauen Hausfrauen waren. Wir konnten gar nichts anders machen, wir mussten für alle kochen. Es gab tatsächlich, je nach Arbeitszeit, gab es Frühstück, Mittag, Abendbrot. Dazwischen gab es wirklich auch nichts, wenn ich so
eine halbe Stunde vor dem Abendbrot noch schon Hunger hatte, da hat meine Mutter gesagt, beschäftige dich oder trink ein Glas Wasser. Wir essen um 18 Uhr, wenn der Papi nach Hause kommt, und so ging das eigentlich weiter. Und heute in dieser Fastfood-Zeit, da eine Currywurstbude, da eine Dönerbude, da Kentucky Fried Chicken und da Burger King und wie sie alle heißen, wo sie alle sind und was da alles ist. Wir sind ja alle so gestresst und müssen mal eben schnell nebenbei essen. Und da hat meine Mutter gesagt, das ist völlig falsch. Essen muss man zelebrieren und essen muss man essen und sich hinsetzen und essen. Ist nicht immer einfach, ist klar, aber für jemanden, der voll berufstätig ist, es werden Pausen angeboten. Und sie hat auch gesagt, wenn das früher so war, dann stand man zur Pause auf und dann hat man sein Pausenbrot gegessen. Ihr habt in der Schule Pause gehabt, da habt ihr euer Pausenbrot gegessen. Und danach war wieder Schule. Und ich bin mal zu den alten Wurzeln zurückgegangen und habe das beherzigt. Ich habe also ganz, ganz normal weitergekocht, habe die Teller verkleinert, habe also nicht mehr auf dem großen Teller gegessen, sondern auf dem Abendbrotteller, wie man so schön sagt, oder Kuchenteller. Ich habe Suppen aus der Schale gegessen, aus einer kleineren. Ich habe Salat mir in eine kleinere Schale gemacht. Ich habe alles Essen, was ich gegessen habe, habe ich FDH gegessen. Das heißt, wenn ich vorher 3 Toastbrot zum Frühstück gegessen habe, habe ich 1,5 gegessen. Habe mir aber Gemüse und habe mir Obst oder irgendwas dazu genommen. Ich habe die Hälfte von allem genossen. Ich habe auch am Nachmittag die Hälfte von dem Stück Kuchen gegessen, was ich essen wollte. Also ich habe mich daran gehalten. Und bin eigentlich bis zum 25. April auf, schlag mich tot, ich glaube, knapp 4 Kilo minus gekommen. Habe ein bisschen gehulert, bin regelmäßig mit meinem Hund rausgegangen, habe auch da nichts mehr gemacht, habe auch keine extra sportlichen Betätigungen gemacht. Ich gehe nur gerne, sehr, sehr gerne spazieren. Und das viel, habe mir eine kleine, ganz einfache Schrittzähleruhr gekauft. Wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Habe darauf geachtet, dass ich 10.000 Schritte jeden Tag mindestens hatte. Ich habe durch meinen Hund und durch große Runden tatsächlich oftmals sehr, sehr viel mehr Schritte, weil ich auch sehr, sehr früh aufstehe. Ich stehe also immer um 5 auf und mein Tag ist lang und ich will viel erleben, solange ich noch auf dieser Welt bin. Und ich bin ein sehr agiler Typ, also daher schon alleine komme ich mindestens immer, immer zwischen 12.000 und 18.000 Schritten am Tag. Gut, habe aber auch meine Ruhephase und ich habe kein ADHS oder wie das auch alles heißt. Ja, und da war mir das zu wenig. Ich wollte ja eigentlich bis Ende April 5 Kilo schaffen. Und da habe ich gesagt, was machst du noch? Und dann habe ich ab dem 25. April diesen Jahres beschlossen, ich möchte gerne vegetarisch, rein vegetarisch leben. Und keine für mich Fake-Artikel. Also ich bin kein Mensch und wer mich da, hier kann jeder seine Meinung sagen, das ist meine Meinung. Jeder kann auch der andere sein und ich will dafür weder Kommentare in dieser Richtung hören. Wie kannst du denn so denken? Also, für mich ist Vegetarier ein Vegetarier, der sich vegetarisch ernährt. Der braucht keine vegetarische Wurst, die nach Salami schmeckt. Der braucht kein vegetarisches Schnitzel, was nach Schnitzelwiener Art schmeckt. Ich wollte ausprobieren, wie es ist, sich rein vegetarisch zu ernähren. Das habe ich auch am Anfang sehr gut umgesetzt, weil es mir nicht, dass es, also Massentierhaltung brauchen wir nicht drüber reden, Billigfleisch brauchen wir nicht drüber reden, gibt's bei mir, gab's bei mir sowieso nie. Wir haben immer schon beim Metzger gutes Fleisch geholt. Wir haben immer gewusst von Hofläden, woher wir das Fleisch haben. Und wir als Familie leben schon immer so, dass wir sagen, es ist im Leben so, wenn man weiß, wie ein Tier auf die Welt kommt, wofür ein Tier dann da ist. Schon früher war das so. Und dann haben wir Fleisch gegessen und wir haben von 7 Tagen, weiß ich nicht,
mindestens 5 Tage kein Fleisch, höchstens Geflügel oder Fisch gegessen. Fleisch gab es bei uns sowieso nur relativ selten und kein Billigfleisch. Also da schwimme ich mit allen Vegetariern überein, die sagen, dass das nicht in Ordnung ist und dass diese Massentierhaltung einfach uns keinen und Supermärkte kein gutes Fleisch hinbringen und dass man da Fleisch produziert, die Tiere nicht ordentlich leben. Gehe ich pari mit euch hundertprozentig. Aber ich bin eben halt ein Mensch, der sagt, wenn ich mich zu was entschließe, dann möchte ich doch nicht unbedingt gleich hier mit diesen Fake-Artikeln anfangen. Das ist so ein bisschen Selbstbetrug, wenn ich sage, ich möchte vegetarisch leben. Also habe ich dann bis zu unserem Urlaub, und das war Anfang Mai, nee, Ende Mai, bis Ende Mai habe ich rein vegetarisch gelebt. Und dann sind wir mit Freunden in Urlaub gefahren und da hat mein Kopf mir gesagt, Menschenskinder, was machst du denn im Urlaub? Du möchtest ja kein unangenehmer Gast sein und wir gehen jeden Tag essen im Restaurant und es wird in Österreich recht schwierig mit den Restaurants, mit den vegetarischen Essen. Das ist wirklich meist ausgefeilt und wenn man dann immer was extra bestellt, also so ein Mensch bin ich nicht und da habe ich gesagt, ich mache kurzen Prozess, ich nehme den Fisch dazu. Es war auch so, im Großen und Ganzen war es recht schwierig, rein vegetarisch weiterzuleben. Und da habe ich gesagt, Fisch, Omega-3, Punkt, nimmst du mit dazu. Ich habe den Urlaub richtig gut überstanden. Ich habe auch wenig Fisch gegessen. Es gab tatsächlich sehr viel mehr vegetarische Gerichte, als ich gedacht habe und habe auch vegetarisch weitergegessen. Ja, nach dem Urlaub dann habe ich jetzt hin und wieder mal Fisch dazu genommen. Und mein Fazit ist bis jetzt nach 2 Monaten, also erstmal 5,5 Kilo habe ich geschafft. Ich will noch so ein halbes Kilo schaffen, mehr dann nicht, weil dann sieht doch so eine alte Frau wie ich aus, wie so eine Hutzel-Dings. Also es soll schon proportionsmäßig alles stimmen. Ich bin jetzt auf der Kleidergröße 38. Damit bin ich sehr zufrieden und zwar eigentlich komplett, außer hier oben. Meine Oberweite hat leider nicht nachgelassen. Also da brauche ich schon die 40 oder 42, aber früher 44, 46 getragen. Sieht man ja auch anhand der Bilder. Ja, und auch vom Gesicht her gefällt es mir gut und ja, auch von der Haut her gefällt es mir gut. Ja. Mein Fazit ist jetzt, was soll ich denn sagen? Also, mein Fazit ist, FDH super, würde nie wieder was anderes machen. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich bin meiner Mutter äußerst dankbar, dass ich das wirklich auch durchgezogen habe. Und wie gesagt, mein Magen hat sich ganz langsam, von ganz langsam und von ganz alleine so weit verkleinert, dass ich heute gar keine großen Portionen mehr essen kann. Ich esse sehr viel mehr Gemüse, ich esse sehr viel mehr Rohkost. Ich habe keinen Zwischenhunger mehr, weil wir tatsächlich auf 4 Mahlzeiten kommen, sage ich auch so, Frühstück, dann haben wir Mittagessen, dann essen wir zum Kaffee etwas, kleines Stückchen Kuchen, 2 Kekse oder so, schöne Tasse Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, genieße ich ohne Ende. Und das Abendessen. Wir essen zum Mittag meist ein bisschen mehr mit Kohlenhydrate. Abends gibt es dann ein bisschen mehr mit Eiweiß. Und auch da ist es ja viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate abends. Und ja, dann eben so wie heute. Heute mache ich mir eine Scholle heute Abend, eine kleine Scholle. Ich kann gar keine großen essen, eine kleine Scholle. Mein Held hat einen großen Saibling, den filetiere ich. Er ist das eine Filet ist er heute und das zweite Filet, das lege ich ja, sauer ein, wie so ein Brathering oder so. Das lege ich ein und das teilen wir uns morgen und essen morgen Bratkartoffeln zum Mittag mit jeweils einem halben des Saiblingfilets. So, mein Held macht mittlerweile mit so 2, 3 Ausnahmen, wenn wir essen waren. Er hat auch schon mal ein Steak gegessen, aber er sagt ja, mein Körper reagiert sehr gut darauf. Sehr, sehr gut. Ich habe wesentlich weniger mit den Gelenken zu tun. Es ist ja bewiesen, dass wenn man vegetarisch lebt, und nicht so viel Fleisch isst, insbesondere kein Schweinefleisch,
Schweinefleisch, dass es entzündungshemmend ist, dass es gut für Gelenke und Muskeln sind, dass es gut für die, für den Kopf ist, also fürs Denken und machen. Das erlebe ich tatsächlich. Ich fühle mich sehr, sehr wohl momentan. Ich verzichte auf gar nichts. Wie gesagt, ich esse aber von allem die Hälfte. Und insofern habe ich überhaupt keine Verlustängste nach irgendetwas. Also ich greife nach allem, was ich bisher gegessen habe und nehme aber davon die Hälfte. Und damit bin ich ein komplett zufriedener Mensch, weil ich eben, wie gesagt, auf gar nichts Heißhungerattacken habe. Ja, und Körper, Geist, super. Ich habe gar keine Lust mehr, auf Wurst. Also die kommt, glaube ich, bei uns gar nicht mehr auf den Tisch. Ich liebe aber Käse. Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich niemals Veganer werden würde. Niemals im Leben. Das weiß ich. Weil ich habe vegane Produkte probiert und da gibt es wirklich leider. Also ich habe veganen Käse gegessen. Es tut mir leid. Also ich liebe alle Käsesorten. Ich liebe den Käse ohne Ende. Ich liebe Quark. Ich liebe Eier. Was ich alles mit Eiern an Gerichten gemacht habe. Also Veganer mache ich schon mal ein ganz großes Kreuz. Werde ich niemals im Leben. Punkt. Vegetarisch werde ich mich weiter ernähren mit der Prämisse flexitarisch, das heißt, der Fisch bleibt auf dem Speisezettel. Schweinefleisch ist gestrichen, ist komplett gestrichen bei mir, brauche ich gar nicht mehr. Ich gehe zum Metzger. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt richtig Lust, nach den 3 Monaten mir wunderschöne Rinderrouladen zu kaufen und ein schönes Rinderrouladengericht zu machen. Schön gefüllt mit, da gibt es ja Füllungen ohne Ende, also nicht wie von wegen Speck oder so. Ich werde in Geflügelrichtung mich sehr freuen, weil da ist wirklich meine Grenze gesetzt. Da kann mir auch jemand sagen, was er will. Wir haben uns Gemüsesuppen gemacht, wir haben uns Suppen ohne Ende gemacht, wir haben uns Brühen und alles gemacht. Aber einen Heißhunger habe ich die ganze Zeit. Ich bin ein Hühnersuppen-Fan. Ich liebe Hühnersuppe in jeder Variation, mit Reis, mit Kartoffeln, mit Nudeln, mit Gemüse. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich mit dem Magen habe, wenn mir kalt ist, wenn mir heiß ist. Und das geht überhaupt nicht aus meinem Kopf raus. Und zwar die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit, ich habe schon überlegt, ob ich mich selber beschummle und eine Hühnerbrühe koche und das Fleisch meinem Helden gebe und ich die Hühnersuppe, nur dieser Geschmack dieser Hühnersuppe. Es tut mir leid, es gibt keinerlei Ersatz im vegetarischen Bereich, außer dieses Pulver, dieses vegane oder vegetarische oder dieses Hühnersuppenpulver, das ist keine Hühnersuppe. Das kann man als Würze dazu nehmen, aber das ist keine Hühnersuppe. Und ich stand wirklich da und habe gesagt, was machst du denn? Und das geht nicht aus meinem Kopf raus. Also ich freue mich, ich halte die 3 Monate durch, ohne Fleisch, ohne Geflügel, nur halt den Fisch dazu. Aber das ist das Erste, was ich nach 3 Monaten machen werde, mir einen riesengroßen Topf wunderbarste, schönste Hühnersuppe kochen und die werde ich genießen. Also, ein richtiger Vegetarier wird aus mir nicht. Was aber auch nicht aus mir wird, ist mit Sicherheit, ich werde kein Fake-Vegetarier. Nie im Leben. Ich sage mir, wenn ich jetzt dann wirklich Lust habe auf ein gutes Stück Fleisch, dann kaufe ich mir einmal irgendwann ein gutes Stück Fleisch und daraus mache ich mir richtig was Leckeres.
Und da kaufe ich mir Fleisch da, wo ich weiß, wo ich es herbekomme. Und dann weiß ich auch, wie es gehalten wurde. Und dann weiß ich auch, wie gut es ist. Und wenn ich es zubereitet habe, dann schmecke ich das auch, wie gut es ist. Und insofern weiß ich, dass ich das vielleicht so handhabe, wie wir es früher gemacht haben, so nach dem Motto, sonntags gibt es Fleisch auf den Tisch. Und dann isst man sich einmal an diesem wunderbaren, guten Fleisch satt und dann ist es gut. Also, reiner Vegetarier werde ich nicht werden, aber für meinen Körper und für meine Gelenke und für meine Arthrose und für mein ja, Allgemeinbefinden und für meinen Geist werde ich weitestgehend weiterhin vegetarisch leben, aber ohne diese, für mich sind es leider Fake-Produkte. Und für mich sind es auch leider Produkte, die haben solche Inhalte. Kinder, nein, was ich. Da sage ich mir, wenn ich ein gutes Stück Fleisch mit schönen, mit allem, was so ist, auf dem Tisch bekomme, dann tue ich meinem Körper auch was Gutes. Und dann ist es halt so, wenn wir Tiere wären, wären wir wahrscheinlich auch in dieser Situation. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich mir diesen Scheiß und wer sich darum mal kümmert, was da hinten drauf steht, damit man den Geschmack von Salami in eine vegetarische Wurst hineinbekommt, der müsste, und ich habe jetzt nachgefragt, ich habe wirklich nachgefragt, die müssen ja so viel Zeug da reinhauen, das ist ja schlimmer wie Glutamat. Bei Tütensuppen. Entschuldigt, aber das ist so. Man muss so ein Video ja auch steigern. Und mir dreht sich der Magen um beim Lesen. Und wenn mir dann wirklich jemand kommt, und da gibt es ja wirklich ganz viele, die auf den Zug aufgesprungen sind, mir wirklich treu ins Gesicht zu sagen, ja, weißt du, für mich soll kein Tier sterben, aber ich liebe ja Salami-Geschmack. Und deswegen hole ich mir dieses Produkt. Und gar nicht weiß, was er seinem Körper damit antut. Das ist so, als wenn wir heute sagen, ja, Brennnesselsalat ist gut und ich pflücke ihn mir vom Feld oder Löwenzahn, ich pflücke mir ihn vom Straßenrand und esse ihn. Wir wissen alle, was am Straßenrand passiert, wenn diese Vierbeiner mal so machen. Und wir wissen auch, was an Pestiziden und alles überall auf den Wiesen gesprüht wird und gemacht wird. Also wir wissen alle schon, dass auch das schädlich ist, einfach so ein Löwenzahnblatt einfach mal so von der Wiese zu pflücken. Also man muss sie schon gut waschen und man muss sie schon gut vorsorgen und man sollte sie vom Biofeld holen und vom Biobauern holen und das machen wir auch. Und deswegen sage ich immer, man muss immer wissen, was man sagt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich bin froh darüber, dass ein Tier für mich stirbt. Aber im Leben war es nie anders. Es war nie andersherum. Und das ist ja vielleicht auch gut so. Ich hasse nur dieser Konsum von Fleisch, diese Massen von Fleisch, die die Leute in sich reinhauen und dieses Billigfleisch wirklich in Massen kaufen und in Massen essen. Und ich habe gerade so eine Serie, die ich im Fernsehen gucke, die schmeißen auf den Grill, die kaufen und in den Supermärkten und man sieht es denen an der Haut an und man sieht es auch an den Gelenken an, wie die krauchen und machen. Da bin ich ganz der Meinung, das könnte man für meine Begriffe komplett eindämmen und dann bitte die vernünftigen Tierhaltung, die in der vernünftigen Tierfleischprodukte, die man weiterleitet, so wie es früher gemacht wurde, weil da konnte man sich auch nicht jeden Tag Fleisch leisten. Und Fleisch alleine, Billigfleisch, macht auch nicht satt, nicht auf die Dauer. Und das ist genau dasselbe wie der große, wenn ich hier diese im Brötchen Hack esse,
Das haben wir alle schon ausprobiert. Da geht man hin, da bezahlt man in der vierköpfigen Familie weit über 35 € und eine halbe Stunde später sagen die Kinder, ich habe Hunger. Fragt euch mal, warum? Billigfleisch und dann auch noch so eine Brötchen, die nichts hergeben. Da sage ich mir doch dann immer, Mensch, Kinder, dann macht doch und geht ordentliches Rindfleisch holen, dreht das durch und esst mal einen Tag zu Hause. Ganz was Vernünftiges mit einem toll selbstgebackenen Brötchen, was heutzutage alles wahnsinnig schnell geht mit den Sachen, die wir haben. Und dann werdet ihr feststellen, dass eure Kinder aber sowas von Pappe satt sind und auch nicht so aus dem Kleister gehen wie von diesen Fastfood-Sachen. Ja, ich habe hier so einen Teller Radieschen so zwischendurch. Die esse ich immer sehr gerne. Da kommt ein Hauch Kräutersalz drauf und dann esse ich diese Scheiben, weil Bitterstoffe ist natürlich ganz günstig und ja, ich werde das also so fortsetzen. Das ist mein Fazit. FDH habe ich tatsächlich, ja, leitet sich so weiter. Ja, den Alkohol, wenn das jetzt noch eine Frage ist, na klar, trinke ich jetzt auch schon wieder, als wir im Urlaub waren, habe ich abends mein Weinchen oder mein Aperol Spritz getrunken. Und ich trinke auch jetzt mal einen schönen Aperol Spritz abends oder draußen eine schöne selbstgemachte Sangria. Die trinke ich auch, indem ich mir ein bisschen Obst aufschneide und Pfirsich ein bisschen. Und dann trinke ich halt die Sangria. Und ja, natürlich Alkohol habe ich im Maßen auch wieder dazu genommen. Aber ich habe mein Gewicht gehalten und ich habe mein Gewicht wirklich gehalten. Und wenn es jetzt was tut, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wo wir abends eingeladen sind oder auch mal essen gehen, dann pendelt es sich so ein bisschen auf dieses eine Kilo ein, sodass man sagt, oh, ich bin aber satt gegessen. Und wenn ich mich dann gleich am nächsten Tag auf die Waage stelle, ja, dann habe ich vielleicht mal 500 mal 600. Ich habe auch schon mal 700 Gramm zugenommen. Und das wusste ich, weil wir essen waren, weil wir Vier-Gang-Menü hatten, weil wir noch einen riesigen Nachtisch hatten, weil wir in Ruhe gesessen haben. Das ist ja auch nicht tragisch, ganz im Gegenteil. Aber schon am nächsten Tag, wenn ich mein Normales wieder mache, dann mache ich das nicht. Und ich habe, wenn ich zu viel esse, ein riesiges Füllegefühl. Und ich glaube, wenn wir alle uns mal an die Wurzeln zurückerinnern und sagen, früher, wo es nicht alle namentlichen Diäten gab oder weiß ich nicht, Berater oder Ernährungsberatung ist übrigens sehr gut, weil auch die beraten dich richtig, so wie du lebst, so was du machst, ob du ein Couchpotato bist oder ob du so wie ich ein agiler Mensch bist und dann gucken die das durch. Aber ich finde immer, wenn ich Gelüste habe nach etwas, dann kann ich mir die sehr gut befriedigen, indem ich mir die Hälfte gönne und die mit Genuss esse und sage, auch oh, ich habe das gehabt, anstatt zu sagen, ich mache 6 Wochen lang Diät und esse das nicht und dann haue ich mir das. Genau wie ich mit jetzt mit meiner Hühnersuppe lausche mir diesen Topf Hühnersuppe rein, weil ich es vermisse, weil ich es richtig böse vermisse. Und deswegen ist mein Endspruch, ich danke meiner Mutter, dass sie mir diesen Tipp gegeben hat. Ich danke mir selber, dass ich das so gut durchgehalten habe. Und natürlich werde ich noch bis zum 25. Juli weiterhin vegetarisch leben. Und danach ein bisschen flexitarisch. Und vieles wird aber gestrichen von meinem Speiseplan. Und ich glaube, das ist in unserem Alter sehr gut. So, ihr Lieben, es ist eine halbe Stunde geworden. Ich denke, ich werde nicht mehr viel zu sagen haben. Viele wollten es wissen. Wer mehr wissen will, stellt mir Fragen unten. Was ich sonst noch so gemacht habe, viel trinken, ist klar. Aber mehr nicht. Und es ist einfach eine Gesprächsrunde mal wieder mit einem Thema, was vielleicht viele interessiert. Und viele haben mich ja gefragt und darum gebeten, das zu sagen.
Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Sommerzeit und einen wunderschönen Tag heute. Freue mich, wenn neue Abonnenten hier reingerutscht sind und sich mal meine Videos angucken, mir vielleicht ein Abo dalassen und wenn es euch gefallen hat. Mein Fazit meiner eigenen Challenge, dann lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt bitte in die Kommentare das, was euch auf dem Herzen liegt und das, was ihr vielleicht gerne loswerden wollt. Dann freue ich mich und denkt immer daran an objektive Kritik, die kann man durchaus geben, aber man sollte jeder an sich selbst denken. Ich habe hier auch keinen verurteilt, ich werde auch gar keinen verurteilen. Das war meine Meinung und ich bin öffentlich genug, um zu sagen, ich kann meine Meinung schon sagen. Wir haben freie Meinungsäußerung und natürlich könnt ihr das dann auch sagen. Aber immer dran denken, wie man es sagt. Alles klar, in dem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Video mit einem doppelten Küsschen, dicken, fetten Herzchen, eure kleine Flexitarierin, farbenfroh 60+. Tschüss.